Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Mein Name ist Ed, ich begrüße dich ganz herzlich und ja, schön, dass du wieder hier bist, das freut mich doch ganz besonders. Und ja, beim letzten Mal haben wir hier angefangen, das klitzekleine, wirklich klitzekleine Dörfchen hier zu bauen, das nur für die Grundversorgung zuständig ist. Mehr wird jetzt hier erstmal nicht passieren. Frame anzeigen, hier vorne noch ein bisschen aufschütten. Wie gesagt, das wird hier, nicht mehr passieren, sage ich mal. Wir werden das hier zweistufig bauen. Hier unten soll, was ist denn das? Warum ist denn das so doof? Warum kannst du dich denn nicht auf die Höhe hochpushen? Dann ist die Sache doch, glaube ich, noch ein bisschen angenehmer. Dann ziehen wir, genau, machen wir so und dann ist das auch ein bisschen leichter hier vorne. Wie gesagt, das ist jetzt hier nur die Grundversorgung, ganz, ganz klein, ganz, ganz wenig. Wir haben auch gerade echt wenig Rubel. Das ist, bauen wir jetzt mit Dollar. Und Gott sei Dank sind wir da ja flexibel. Also, wir haben noch keinen Strom. Wir haben einen Kindergarten, wir haben eine Market. Wir haben auch ein Krankenhaus. So, was fehlt uns hier? Definitiv noch eine Feuerwehr. Wie gesagt, hier sind nur zwei kleine Gebäude. Das ist noch ein Witz, ne? Und Sport und so weiter wollen die ja mit Sicherheit ja auch noch haben, die Jungs. Deswegen, ich weiß zwar nicht, warum das unter Kino läuft, das Post Office, aber soll mir recht sein. Ja, nee, klar, das ist ein bisschen übertrieben alles. Alles zu groß. Hier ein Kiosk. Kiosk läuft unter Kino, aber okay. Aber wenn die das haben wollen, Kultur, bekommen sie das. Ist doch kein Problem. Nehmt doch flexibel. So, Kindergarten, Sport, Sport. Table Tennis. Habe ich gehört, soll beliebt sein. Also kriegen sie das auch. Na, Tischtennis ist beliebt. Kriegen sie das, kein Problem. Na, möchte ich noch. Hier nochmal ein bisschen Sport. Na, dann sollten sie eigentlich erstmal ein bisschen versorgt sein. Kirche wollen sie mit Sicherheit noch haben. Die besten Leutchen hier, die Kirche. Vielleicht was Kleines hier, was Hübsches. Hier so ein ganz kleines Ding hier hin. Ja, zack, bauen. Kirche haben sie auch. Kino haben sie, Schule haben sie, Universität haben sie. Das Einzige, was jetzt hier noch fehlt, ist eine Feuerwehr. Auf jeden Fall mit... warte mal, wir müssen das mal so hinbasteln. Am allerschönsten wäre natürlich so schräg hier irgendwie reinfriemeln. Aber schwierig, aber nicht unmöglich. Vielleicht gehen wir... Yes, passt. Sehr geil. Dann können sie da rausfahren. Hier können sie sich dann hier drauflaufen auf den Wegen. Und dann sieht die Sache doch mal ganz angenehm aus. Jetzt brauchen wir nur noch irgendwie da Strom. Strom, 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 Strom. Wie kriegen wir dich da dazwischen? Ja, dich kriegen wir da auch noch hin. Also es ist wirklich sehr komprimiert jetzt hier. Aber so soll es ja sein. Dann bauen wir mal Folgendes, nämlich eine kleine, wirklich eine kleine Tram-Station. Ja, damit wir hier auch mit einer Tram arbeiten können. Oder haben wir da was Besseres? Müssen wir kurz gucken. Station. XS Bus Station. Bus Station.
Tramstop, das... Ah, doch, das geht. Ja, das ist okay. Ah, dann... Zack, bam. Und dann passt das. Wir fackeln nicht lange. Wir legen direkt los. Oh, zack, und ihr seid auch verbunden. Und dann lassen wir alles hier aufbauen. Sehr schön. Wunderbar, wunderschön. Stop. So muss das sein. So, Tramstation haben wir auch. Bus haben wir auch. Die Leute gehen ja auch schon teilweise hier an die Station hier ran. Gott, oh Gott, oh Gott. Neue Busse etc. pp. Neue Lok. Ja, ist ja gut jetzt hier. Ganze Meldung. Hilf. Weg. Weg. So. Ruhe ist ja im Karton. Also, das haben wir. Wir brauchen hier definitiv eine Stromversorgung. Wir brauchen auch eine Heizkraftversorgung. Die Frage ist, klemmen wir das hier mit an? Aus unseren einzelnen eigenen Heizkraftwerk, was wir hier haben. Und vor allen Dingen, warum kommt so wenig Kohle ran? Ist hier irgendwo wieder ein Stau, von dem ich nichts weiß? Nee, alles fährt, alles ist gut. Das Ding hier wird auch befüllt, reicht aber eigentlich immer noch nicht. Reicht eigentlich immer noch nicht, so richtig. Dafür ist das jetzt hier ziemlich leer. Wahnsinn. Da müssen wir aufpassen. Vielleicht noch mehr Kohle anliefern. So, hier, wie sieht's denn hier mal aus? Also Dollar sieht es bombenmäßig aus, da kommen wir jetzt gerade gut voran. Hier kommen wieder zwei Züge, hier ist voll. Das ist halt das Doofe, dass hier nur drei Ausgänge sind immer, ne? Maximal, das ist halt ein bisschen doof. Okay, da kommt noch Money, in Ordnung, alles klar. So, also wir haben ja noch so viel vor. So, jetzt die Frage ist, schafft er noch eine weitere Aktion? Ne, das ist blöd, warte mal, das ist nicht das Ding. Hier ist das Teil. Inwiefern schafft er noch mehr? Oder ob er da nicht vielleicht ein Geothermal lieber so hinbauen wollen? Was, glaube ich, sogar besser wäre. Wenn wir da eine eigene Versorgung hätten. Vielleicht bauen wir das auch gleich mit hier hin, das Geothermalkraftwerk. Heating Plant. Heating Plant, Holz, Holz, Electric, Electric. Schafft aber nur 60 GJ. Holz, Kohle, Bitumen, Nuklear. Ja, Nuklear schafft natürlich am meisten, aber wir haben Nuklear noch nicht. Block Oil Heating ist ja auch. Das ist ja auch cool. Das ist ein Heizkraftwerk. Das ist ja geil. Lol. Hat aber keinen Anschluss zum Beliefern. Dann machen wir doch mal hier einfach das dran. Dann können wir zur Not ja da noch raus. Dann machen wir hier das Heizkraftwerk so ran. Haben sogar schon eine ganz gute Versorgung. Brauchen wir vielleicht gar nicht großartig. Und dann können wir die Leute dahin schicken. Machen wir. Gekauft. Gekauft. So, zack, bam. Dann können die Leute da direkt hinfahren. Mit dem Bus. Oder mit der Tram, je nachdem. So, das klappt. Dann haben wir schon mal das auch. Lass mal schauen. So. Was wir brauchen ist Strom. Mod. Kraftwerk. Ja, das ist das. Das Tesla braucht leider die Dings. Block Oil. Windturbine. Large Geothermal Power Plant. Noch so eins. Aber warum nicht? Warum, wenn man schon, sag mal,
Strom daher holen können, dann können wir doch eigentlich auch das holen, oder? Wenn wir das hier so mit anbringen. Und da hätten wir natürlich die Leute dann. Na gut, es würde sich aufteilen. Lass erstmal fertig bauen. Dann sehen wir weiter. Wenn wir das jetzt hier hin vorstellen. Aus einem Guss das Ganze. So, damit haben wir dann quasi auch den Strom schon mal. Brauchen noch gar nichts Großartiges legen. Das reicht nämlich. Ist ein teurer Spaß jetzt. Aber damit haben wir schon mal die Grundversorgung. So, alles klar. Gut. So viel dazu. Also, da oben braucht man natürlich Strom. Das ist klar. Weil wir brauchen da oben zumindest keine Heizung. Hier hinten brauchen wir auch keine Heizung. Die Leute sind auch noch nicht da. Ja, die werden natürlich auch nur in dem Moment hier hinfahren. Da ist natürlich ein bisschen... Schön wäre natürlich, wenn wir direkt noch eine Verbindung hier nach hier oben hätten. Aber... Damit wir den direkt anfahren könnten... Wäre schon schön. Quatsch. Machen wir ein bisschen. Okay, es geht so nicht. Kommen wir hier irgendwie noch hoch? Jetzt fängt die Maus wieder. Entschuldigung. Dass wir hier vielleicht nochmal einen Abzweig irgendwie rankriegen. Ich will da jetzt nicht so durchfahren, wisst ihr? Sondern will dann möglichst eine direkte Verbindung haben. Vielleicht mit einer Brücke. Dann, dass einer in die Richtung, einer in die Richtung fährt. Schön wär's ja. Dann kommen wir hier irgendwie runter, irgendwie von da aus ran. Ja, mal kleine Experimente machen. Kämen nicht mal ansatzweise dahin. Okay, das ist natürlich ein bisschen doof. So, vielleicht kriegen wir das irgendwie noch ein bisschen gewurschtelt mit. Oh, irgendwie so hier runter oder so. Da rum. Ja, also geht doch. Dann haben wir direkt eine Straße, die da hochführt. Dann holen wir uns die von da auch noch ab. Die Jungs. Na, dann machen wir das so. Na, mach mal. So, dann schauen wir mal nochmal nach Mod. Nochmal nach Wohnen. Vielleicht können wir hier auch noch was hinbasteln, was Schickes. Oh, dass die immer wegsprengen. Jetzt haben wir die 80% Old. Double Old. Okay, das ist ein Double Old. Mod. Double Old. Double Old, haben sie gesagt. Double Old.
Ist ja auch ein bisschen krass, ne? Hier direkt an der Bahnhofskante zu wohnen, ist auch ein bisschen doof. Aber gut. Shit happens, ne? Wenn man sich das so aussucht, sage ich mal. Ja, können wir dann ein bisschen was machen hier, dass wir die Fläche hier nochmal nutzen. Das können wir ja machen. So, Mod. Jedes Mal springt es hin, ey. Das ist so zum Mäusemelken. Single, Double. So, da würde ich echt mal Single, mal so. Irgendwie gerne näher ran. So, zwei noch davon. Ach man, die Maus. Ha, ja, ist gut jetzt. Hallo Maus. Ist gut. Oh. Entschuldigung. Ja, ist gut. Hallo. Oh. Jetzt meine Güte. Meine Güte, sage ich nur. Ist ja furchtbar. So. Sorry, dass ich die ganze Zeit auch im Gitternetz so baue, aber es ist für mich einfacher. So, das läuft. Die sind da am Machen und am Tun. Das heißt, wir brauchen jetzt irgendwo noch einen Sportplatz und nochmal eine Haltestelle für die Tram. Für die zweite Tram. Warte mal, da haben wir noch was gehabt. Plattform. Welche waren das? Das ist die Tramstop 2. Tramstop 2. Na, dann machen wir dich mal hier hin. Ja, zack, dann passt das auch. Dann können wir es anders machen. Nee, so geht's nicht. Das geht komischerweise. Auch geil. Aber na gut, soll es ja recht sein. Warte mal, den können wir miteinander verbinden. Dann können wir dich da noch durchjagen. Und du kannst direkt dann quasi einsteigen hier. An der Kante. Jetzt machen wir mal Folgendes. Nochmal Strom. Da lohnt sich wirklich Strom. Definitiv, weil... Quatsch. Mal ganz kurz. Gucken, wie wir hier runterkommen. Ich muss leider wieder den Frame anmachen. Da wird's kritisch. Runterzukommen. Warte mal kurz. Da müssen wir vielleicht ein bisschen aufschütten nochmal. Mit... ne, jetzt machen wir mal anders, damit wir jetzt nicht die ganzen Kosten weiter haben. Machen wir mal Folgendes. Wir nehmen uns jetzt mal das Depot für Straßenfahrzeuge. Hier ist eigentlich gut Platz. Könnte man eigentlich sehr gut hier hinbauen. Dann müssten die einfach spiegeln können, das wäre schön, weißt du? Einfach so, man sagt, okay, du willst zwei nebeneinander, parallel. Vielleicht kann da ja irgendwer mal eine Mod entwickeln oder sowas. Das wäre super geil. Oh. Bauen wir mit Dollar hier, komm. Du darfst bauen. Brauch die jetzt. Dann kann ich mir nämlich das Geld für die Erdarbeiten sparen. So, lass mal gucken. Also, wir brauchen einen... Mh,
Haben wir echt nicht jetzt? Brauchen wir es das denn jetzt? Bagger. 18, 18, 22. So, Bagger. Kann schon mal baggern. Jetzt brauchen wir natürlich noch irgendwie... Also was brauchen wir noch? Ein Walze? Nee, was war denn das? Walze war es nicht. Betonmischer auch nicht. Kipper, was verdammt, was war denn das nochmal? Bulldozer. Genau, Bulldozer waren es. Und schon im Verpleite. Fast. Da müssen wir nachlegen. So. Ruhe ist gerade echt so ein bisschen... Nicht gerade ohne. Aber zumindest können wir jetzt schon mal anfangen, das hier weiterzumachen, denn jetzt kostet es uns ja Spaß nämlich nichts mehr. Hallo. Warum schüttetest du das jetzt so auf? Das ist ja Blödsinn. Hallo? Was machst du denn da für einen Hügel? Das ist ja Blödsinn. Ach so, er hat... Natürlich. Verstehe. Verstehe. So, dann machen wir... Schütten wir das mal hier so auf. Vielleicht kommen wir dann mit einer Brücke rüber oder sowas. Hätte ja auch was. So, Rubel kommt aber wieder rein. Also keine Panik, das ist nur eine vorübergehende Finanzkrise. komm hoch hier, komm. So, okay, komm. Und alle hopp hier. Schütte auf. Nur eine kleine Finanzkrise. So, fleißig, fleißig, kostet uns jetzt kein Geld mehr halt, ne? So. Gut, alles klar, dann wollen wir mal. Frame. So. Es wird wieder dunkel. Ich mag das nicht, wenn es dunkel ist. Du siehst so wenig. Ist einfach Kacke. So, wir wollen in die Richtung. Wohlgemerkt, das ist nur Straßenbahn, was ich jetzt hier vorhabe. Da brauchen wir auch eigentlich nur eine kleine Brücke. Ach, ernsthaft, komm. Es wäre schön, wenn wir da einfach eine Brücke bauen könnten. Einfach ohne Stress. Ja, eins, zwei... Aha, so geht es doch teilweise zumindest. Einer runter geht noch? Ja. Fast. Okay. Nee. Anders bauen. Okay. Eins, zwei. Dann rüber, wenn möglich. Ah, zack. Was ist denn da jetzt wieder für ein Kram los? Was hast du denn wieder für... Oh, die Straße. Oh. Mein Gott. So, jetzt reicht's aber. So. Was nicht passt, wird passend gemacht, ne? Zu scharfe Kurve, okay. Aber so. Es war halt ein bisschen schief, aber mein Gott.
Ist okay, okay. Bau das mal mit Rubel. So, zack. Bau die Schienen mit Dollar. Zack. Perfekt. Das wird dann hier unsere Straßenbahn. Warte mal kurz. Machen wir mal. Chain, Chain. Nee, eigentlich dahin. Und hier muss Chain. Okay. Sind wir vor im Weg. Okay, das passt. Das ist in Ordnung. Okay. Na, zack, schon mal gelegt. Das passt auch in Ordnung. Wir müssen natürlich zusehen, wie wir das jetzt hier irgendwie rangewurschtelt bekommen. Ich würde das schon ganz gerne hier so hochfahren lassen und dann eventuell hier noch eine zweite Bahn lang. Das müssen wir mal sehen. Aber wenn wir es hinkriegen, dann kriegen wir es hin. Aber liebe Freunde, das alles und vieles, vieles mehr erst im nächsten spannenden Part. Ich bedanke mich mal so lange fürs Zusehen und ich sehe was, was mir nicht gefällt. Nämlich das hier. Sieht total grütze aus gerade. Geht gar nicht. Warum war das so? Warum ist das so? Warum ist das so jetzt? Das ist doch kacke. Warte mal ganz kurz. Frame. Das ist ja echt. Moment, das ist ja echt hier. So Mäusemelken gerade. Na, machen wir mal das hier. In schön. Das runter. So, und jetzt. So, in der Hoffnung, dass es reicht. Ah, jetzt passt es auch. Nämlich jetzt ist es hundertprozentig parallel. Ja, vorher war ja furchtbar. Mir gar nicht. Ständig nachbessern. Scheiße, ich bin Kleister. Jetzt komme ich da nicht mehr rüber, ey. Ich krieg die Krise. Ich krieg die Krise. Hey, Mann, 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 ey. Das ist ja furchtbar. So. Mal versuchen wir es mal wirklich gerade zu machen. Das kriegen wir noch hin hier, das ist nicht das Problem, aber wir gucken erstmal. Das möchte ich jetzt mit euch nur hinkriegen, das hat mich jetzt genervt. Entschuldigung. Falls ihr gedacht habt, es hört schon auf, dann habt ihr verkehrt gedacht. Nein, es geht jetzt erst richtig los. So, jetzt passt es. Guckt, jetzt passt es. Sieht zwar ein bisschen arg affig aus, können wir das nicht irgendwie ein bisschen runtersetzen? Können wir das nicht ein bisschen runtersetzen? Das sieht irgendwie so ein bisschen. Ja, das sieht doch gleich viel besser. Alles klar. Nochmal. Why not? So, einmal. Und jetzt bitte, 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 bitte. Ja. Ja. Jetzt sieht's gut aus. Jetzt bin ich zufrieden. Jetzt passt es. So, Bau mit Dollar. Zack, oben. Nicht lange diskutieren. So, jetzt sind wir aber definitiv am Ende dieses Partes angekommen. Ich bedanke mich so lange mal fürs Zusehen. Hinterlasst doch gerne ein Däumchen nach oben, wenn es gefallen hat. Und ja, bis dahin sag ich mal, macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von edgaming.tv. Bye, bye. Tschüss.